Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Waffenspotlight in Bloodborne. Wir schauen uns die dritte und letzte Anfängerwaffe an, also Startwaffe, und das ist der gewundene Stock. So ein schöner, schicker G-Stock hier. Ist extrem schnell die Waffe, aber halt auch von den Angriffswerten die schwächste. So, das normale Moveset ist ähnlich wie bei dem Hackbeil. Ihr könnt ziemlich viel zuschlagen, bis die Ausdauer alle geht. So sieht das Ganze aus. Schauen wir uns noch den schweren Angriff an. Der schwere Angriff ist ein Stich. Wie soll es mit dem Stock hier auch anders sein? Und die normale Version vom schweren Angriff ist halt auch ein ganz normaler Stich. So, was fehlt noch? Sprungangriff. Sieht wie folgt aus. Ja, habt ihr ja gerade gesehen. Man springt. Ja, jetzt kriege ich es nicht mehr hin. Lol. So, man springt und sticht nach unten. Ja, was gibt es noch zu sagen zur eingeklappten Form? Ich denke nichts. Ausgeklappt hat diese Waffe die erste Besonderheit, auf die man so schnell wahrscheinlich nicht kommen würde. Und zwar ist es nicht irgendwie ein längerer Stab oder so, sondern es ist eine Peitsche. Schaut euch das an. Es ist eine fette, geile Metallpeitsche. Das Moveset von der ist immer ein Sprung von rechts und dann nach links und rechts und links und jetzt habe ich einen Dreh, warum, egal. Ja, könnt ihr auch nach Kondition beliebig fortführen. Der schwere Angriff von dem Ding ist halt gar nicht so schwer, aber er ist halt doch mit mehr Ausholen. Das ist ein ziemlich weit schwingender, horizontaler Schwung. Kann das Ding eine Sprungattacke eigentlich? Bin mir echt nicht sicher. Ja, man springt und schlägt die Kette vertikal auf den Boden, also die Peitsche. So, gibt es hierzu noch was zu sagen? Ich weiß es nicht. Kommen wir also zu dem Morph Move. Ich nenne es Morph Move. Also, wir nehmen die normale Form. Das sieht halt vor allen Dingen cool aus, ne? Das muss man bei diesem... Das Ding hat halt absoluten Ultra-Style-Bonus, weil es ist ein G-Stock. Und schon das Transformieren sieht geil aus. So, wir haben den normalen Stock, die kurze Variante also, Schlag, Transformation und da habt ihr die Kette. Soweit, so gut. Wollen wir es nochmal machen? Also hier, Schlag, Transformation und da ist es jetzt die Kette. Sieht man halt auch, dass der Stab jetzt so aufgefächert ist. Und jetzt von der Kettenversion, ja, Fail meinerseits, so, Schlag, Transformation und da habt ihr wieder den Stock. Ja, ich denke, das war's. So viel zur letzten Anfängerwaffe. Schnelles, super stylisches Ding. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.